Die Situation im Kernkraftwerk hat sich verschlechtert. Das bedeutet, mehr radioaktive Stoffe gelangen in die Umwelt. Außerdem soll am Nachmittag der Wind drehen. Mit den neuen Daten aktualisiert das Bundesamt für Strahlenschutz die Prognosen für das radiologische Lagebild. Die Länder passen ihre Maßnahmen an. Vermeiden Sie weiterhin einen Aufenthalt im Freien. Nehmen Sie jetzt Ihre Jodtabletten ein. Warum sind die Jodtabletten wichtig? Zu den Stoffen, die freigesetzt werden, gehört auch radioaktives Jod. Die Schilddrüse kann dieses radioaktive Jod aufnehmen. Dort kann es den Körper schädigen. Die Jodtabletten versorgen die Schilddrüse mit so viel normalem Jod, dass sie kein radioaktives Jod mehr aufnehmen kann. Der Katastrophenschutzstab entscheidet vorsorglich, weitere Orte zu evakuieren. In einer Notfallstation werden die Menschen untersucht und ärztlich betreut. Was geschieht in den übrigen Landesteilen? Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt ein bundesweites Messnetz aus Sonden, die rund um die Uhr die radioaktive Belastung am Boden messen. Ihre Daten werden unmittelbar ausgewertet und bei einem Unfall durch Messungen aus Hubschraubern und aus Fahrzeugen ergänzt. Auch noch lange nach einem Unfall werden frische Lebensmittel, insbesondere Milch und Blattgemüse, auf radioaktive Kontamination überprüft. Belastete Lebensmittel müssen entsorgt werden, eventuell auch Teile des Bodens. Es wird noch so lange gemessen, bis die Radioaktivität auf einen normalen Wert gesunken ist. Soweit der Katastrophenschutzplan. Für Anna bedeutet das, falls es wirklich einen Unfall im Kernkraftwerk geben sollte, wird schnell reagiert. Die Maßnahmen im Katastrophenschutz greifen ineinander und die Behörden sind vorbereitet. Die Situation im Kernkraftwerk hat sich verschlechtert. Das bedeutet, mehr radioaktive Stoffe gelangen in die Umwelt. Außerdem soll am Nachmittag der Wind drehen. Mit den neuen Daten aktualisiert das Bundesamt für Strahlenschutz die Prognosen für das radiologische Lagebild. Die Länder passen ihre Maßnahmen an. Vermeiden Sie weiterhin einen Aufenthalt im Freien. Nehmen Sie jetzt Ihre Jodtabletten ein. Warum sind die Jodtabletten wichtig? Zu den Stoffen, die freigesetzt werden, gehört auch radioaktives Jod. Die Schilddrüse kann dieses radioaktive Jod aufnehmen. Dort kann es den Körper schädigen. Die Jodtabletten versorgen die Schilddrüse mit so viel normalem Jod, dass sie kein radioaktives Jod mehr aufnehmen kann. Der Katastrophenschutzstab entscheidet vorsorglich, weitere Orte zu evakuieren. In einer Notfallstation werden die Menschen untersucht und ärztlich betreut. Was geschieht in den übrigen Landesteilen? Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt ein bundesweites Messnetz aus Sonden, die rund um die Uhr die radioaktive Belastung am Boden messen. Ihre Daten werden unmittelbar ausgewertet und bei einem Unfall durch Messungen aus Hubschraubern und aus Fahrzeugen ergänzt. Auch noch lange nach einem Unfall werden frische Lebensmittel, insbesondere Milch und Blattgemüse, auf radioaktive Kontamination überprüft. Belastete Lebensmittel müssen entsorgt werden, eventuell auch Teile des Bodens. Es wird noch so lange gemessen, bis die Radioaktivität auf einen normalen Wert gesunken ist. Soweit der Katastrophenschutzplan. Für Anna bedeutet das, falls es wirklich einen Unfall im Kernkraftwerk geben sollte, wird schnell reagiert. Die Maßnahmen im Katastrophenschutz greifen ineinander und die Behörden sind vorbereitet. Die Situation im Kernkraftwerk hat sich verschlechtert. Das bedeutet, mehr radioaktive Stoffe gelangen in die Umwelt. Außerdem soll am Nachmittag der Wind drehen. Mit den neuen Daten aktualisiert das Bundesamt für Strahlenschutz die Prognosen für das radiologische Lagebild. Die Länder passen ihre Maßnahmen an. Vermeiden Sie weiterhin einen Aufenthalt im Freien. Nehmen Sie jetzt Ihre Jodtabletten ein. Warum sind die Jodtabletten wichtig? Zu den Stoffen, die freigesetzt werden, gehört auch radioaktives Jod.
Die Schilddrüse kann dieses radioaktive Jod aufnehmen. Dort kann es den Körper schädigen. Die Jodtabletten versorgen die Schilddrüse mit so viel normalem Jod, dass sie kein radioaktives Jod mehr aufnehmen kann. Der Katastrophenschutzstab entscheidet vorsorglich, weitere Orte zu evakuieren. In einer Notfallstation werden die Menschen untersucht und ärztlich betreut. Was geschieht in den übrigen Landesteilen? Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt ein bundesweites Messnetz aus Sonden, die rund um die Uhr die radioaktive Belastung am Boden messen. Ihre Daten werden unmittelbar ausgewertet und bei einem Unfall durch Messungen aus Hubschraubern und aus Fahrzeugen ergänzt. Auch noch lange nach einem Unfall werden frische Lebensmittel, insbesondere Milch und Blattgemüse, auf radioaktive Kontamination überprüft. Belastete Lebensmittel müssen entsorgt werden, eventuell auch Teile des Bodens. Es wird noch so lange gemessen, bis die Radioaktivität auf einen normalen Wert gesunken ist. Soweit der Katastrophenschutzplan. Für Anna bedeutet das, falls es wirklich einen Unfall im Kernkraftwerk geben sollte, wird schnell reagiert. Die Maßnahmen im Katastrophenschutz greifen ineinander und die Behörden sind vorbereitet.